Kennst du das beim Grillen? Entweder sind sie zu heiß oder zu kalt. Wir bräuchten einen Grill, bei dem er die Hitze über einen Abstand einfach reguliert. Aus diesem simplen Gedankengang entwickelte sich die konkrete Idee, eine stufenlose und unmittelbare Hitzeregulierung in einem völlig neuartigen Holzkohlegrill zu integrieren. Durch die Unterstützung regionaler Unternehmen entstand nach etlichen Entwicklungsschleifen eine Reihe erster Prototypen. Darauf aufbauend optimierten wir stetig, bis wir das perfekt funktionierende Produkt erreichten. Cone war geboren. Die Entwicklung führte uns letztendlich zu einer konisch geformten, komplett aus Edelstahl gefertigten Konstruktion, die das Prinzip ermöglicht, den Abstand der Hitzequelle mit der Luftzufuhr zu koppeln und dabei mit einem eigenständigen und funktionalen Design zu überzeugen. Dann kann man erst den Hebel einsetzen. Die Kohle lässt sich stufenlos und sicher Höhen verstellen, was zu einer unmittelbaren Hitzeregulierung führt. In der untersten Position kann keine Luft einströmen. Hebt man den Kohlerost mittels der Mechanik an, strömt Luft ein. Wird der Kohlerost nun weiter angehoben, verstärken sich Luftzufuhr und die Hitzeeinwirkung auf das Grillgut. Senkt man die Kohle wieder ab, reduziert sich die Temperatur am Grillrost durch den Abstand und die verringerte Sauerstoffzufuhr. Reduce to the max. Unter dieser Prämisse stand die Entwicklung einer möglichst robusten Mechanik, die in allen Temperaturbereichen perfekt funktioniert. Wir halten die Hier steht er nun, unser Grill. Nach langer Entwicklungszeit sind alle Details gelöst und er funktioniert perfekt. Um den Grill jetzt wirtschaftlich in Serie produzieren zu können, müssen wir in Werkzeuge investieren. Wir brauchen eure Unterstützung, um diesen finanziellen Invest stemmen zu können. Nur gemeinsam können wir diese Vision real werden lassen. Unser Versprechen an euch, wir produzieren zu 100% in Deutschland und in höchster Qualität. Nach dem Grillen lässt sich Cone in eine Feuerstelle wandeln. In der höchsten Position wird bereits mit sehr wenig Holz eine tolle Stimmung erzeugt, bei der der